Leute, ich weiß. Corona ist da. Eigentlich hatte ich vor, ein wenig über den Corona abzulästern und ja, mich ein bisschen darüber aufzuregen, warum so viele Leute da so viel Angst drum haben. Jedoch habe ich das Video durch die aktuelle Lage jetzt verworfen und denke mir einfach nur noch, scheiß auf Corona, rein in die Filmwelt. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir den Coronavirus irgendwie vernachlässigen sollen. Ich meine nur, dass wir so ein bisschen Abwechslung davon brauchen und vielleicht ein wenig in die Filmwelt eintauchen sollten. Denn welche Zeit eignet sich besser, in der die Streaming-Dienste zu richtigen Konkurrenten werden? Apple TV ist draußen, Prime Video ist da, Netflix, aber auch Join sind alles sehr interessante Streaming-Dienste, welche eben auch die unterschiedlichsten Serien beinhalten. Und Leute, das Beste ist, Prime Video gibt es einen Monat kostenlos zu testen und Netflix auch. So habt ihr erstmal einen Monat kostenlose, feinste Unterhaltung. Aber es wird noch besser, denn am 24. März erscheint dann auch endlich Disney Plus hier bei uns in Deutschland. Das Geile ist dann, ihr habt zu einem Spottpreis von 6 Euro die ganzen Disney-Filme und Serien zur Auswahl, die ganzen Marvel-Filme, hierbei sei aber erwähnt, dass das Ganze eben nur das MCU beinhaltet, die ganzen Star-Wars-Filme, ihr könnt einfach einen Star-Wars-Marathon machen, die Pixar-Filme könnt ihr euch reinziehen und dann gibt es noch National Geographic und ja gut, das müssen sie halt machen, weil Netflix das auch macht, aber eigentlich juckt es keinen, aber egal, die es dann eben ins deutsche Internet am 24. März schaffen. Um die anderen Streaming-Dienste aber nicht zu vernachlässigen, sei hierbei auch nochmal erwähnt, es gibt unzählige Listen, auch im Internet, die euch gerne einmal reinziehen könnt, wo die besten Filme der einzelnen Plattformen aufgelistet sind. Dabei werde ich euch vielleicht ein paar Listen unten in die Beschreibung packen, damit ihr euch da mal so richtig austoben könnt und einen richtigen Film- oder Serienmarathon machen könnt. Und Leute, wenn ihr die Gratis-Monate auf Netflix und Amazon Prime schon alle verballert habt und gar keinen Bock auf Disney Plus habt, dann gönnt euch doch einfach mal die 2000er Jahre mit dem Fernsehen. Ja, sowas gibt's auch noch. Aber ich muss wirklich sagen, dass das Angebot momentan zu der Primetime-Zeit ziemlich gut ist und dass man da sich durchaus mal einige Filme geben kann. So Leute, war wie gesagt heute ein kurzes Video. Allerdings wollte ich mich einfach auch nochmal wieder melden, denn ich hatte eigentlich wirklich dieses Video zum Coronavirus geplant. Aber dann ist eben das Ganze mit der Pandemie ausgebrochen und da habe ich mir gedacht, lassen wir das Ganze doch lieber ins Wasser fallen. Trotzdem will ich hiermit auch so ein kleines Statement geben und sagen, Leute, Corona ist nicht alles. Gönnt euch ein paar Filme, guckt ein paar Serien oder macht sonst was und denkt einfach nicht zu viel über den Coronavirus nach. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und wir sehen uns sicher im nächsten Video. Ciao!